Nur darum kann es sich handeln. Sam Milford ist einer meiner ältesten Freunde. Ich kann ganz nach Belieben kommen und gehen. Seine Leibwächter und seine Posten kennen mich alle. Darum ist mein Gesicht so wertvoll. Eine bessere Möglichkeit, an ihn ranzukommen, gibt's doch gar nicht. Probier doch mal, ob du ihn ans Telefon kriegst. Ich versuch's mal. Seine Nummer steht auf dem Block. Ja, richtig. Da stehen Nummern meistens. Hast du das Nümmerchen? Milford, wo steht das? Unter Milch, ne? Milford fängt mit M an. Mann, der Mensch hat's hier oben. Milford, hier, ich hab's. Steht tatsächlich unter M. Da hast du ein paar Ferkeleien aufgeschrieben, aber keine Nummer. Hier, versuch's mal mit der. Einen Moment doch mal. Was ist denn? Das hier ist. Wo ist denn das passiert? Das muss in dem Haus passiert sein, wo die mich eingesperrt hatten. Nur wann und wie, das weiß ich nicht mehr. Schnauzepolierenderweise habe ich mich gestern gerollt. Und zwar mit dir. Wenn jemand darauf programmiert ist, Milford umzubringen, dann bist du das. Es gibt keinen Doppelgänger. Ich werde das Telefon in, sagen wir mal, genau 5 Minuten klingeln lassen. Und ich wette, dass sie dich darauf programmiert haben, eine Reihe von, ach, wie sagt man, von Aktionen durchzuführen. Die Hauptaktion ist die, diesen Sam Milford umzulegen. Sowas ist doch gar nicht möglich. Doch, doch, doch. Ich müsste mich doch an was erinnern können, an irgendetwas. Die Kameraden, die sich damit beschäftigen, kennen doch den neuesten Stand der Dinge. Sieh mal, es gibt hypnotische Drogen, Autosuggestion, Telepathie und so weiter. Mit dem richtigen psychologischen Waschmittel pflanzen sie dir in die Birne, was sie wollen. Nehmen wir mal an, es stimmt, was du sagst. Warum denn das gestern Abend? Wieso sollte ich dich töten? Ich könnte mir vorstellen, es ist irgendein Wort, ein Ausdruck. Und wenn du das hörst, dann wirkt das bei dir wie ein Schalter. Und dann tust du das, worauf man dich programmiert hat. Und wenn alles vorbei ist, gibt es vermutlich auch ein Wort, das dich wieder abstellt. In der Birne hast du das strahlendste Weiß deines Lebens, du weißt nichts. Eine menschliche Zeitbombe also. Eins ist jetzt lebenswichtig. Du darfst nicht in die Nähe von diesem Sam Milford kommen, bis du von irgendeinem Experten entschärft worden bist. Bis dahin darf natürlich auch keine fremde Person in deine Nähe kommen. Dieser Schlagbolzen kann nur ausgelöst werden, wenn dir irgendjemand dieses auslösende Wort ins Ohr säuselt. So, also dann.